Herzlich willkommen hier in der Runde und draußen im Stadion und in den VIP-Räumen, alle, die uns zusehen, zur Pressekonferenz nach dem 35. Spieltag der dritten Liga. Arminia Bielefeld gegen Holstein Kiel nach 90 Minuten 2:2. 24.249 Zuschauer hatten wir zu Gast. Ich begrüße die beiden Cheftrainer Carsten Neitzel und Norbert Meyer. Und auch heute hat natürlich der Gast zuerst das Wort. Herr Neitzel, bitte. Ja, so ist es schön, ne? Wenn man in der letzten Minute das 2:2 macht, dann fährt man natürlich erstmal etwas gelockerter nach Hause, als wenn wir hier 2:1 verloren hätten. Ich fand, insgesamt war es ein sehr, sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Was die Leistung unserer Jungs anbetrifft, haben wir uns in der ersten Halbzeit bei den Standards der Bielefelder nicht besonders glücklich angestellt, um das mal human auszudrücken. Das war schade. Ansonsten hat man gemerkt, dass auf der einen oder anderen Position der Gegner natürlich auch eine wahnsinnige Qualität hat, was wir mit einem wahnsinnigen Team-Spirit versucht haben wettzumachen. Und dann hat man gesehen, wenn die Bank funktioniert, wenn alle Spieler bei der Gruppe bleiben, dass es halt dann in solchen Situationen halt unglaublich wichtig ist, dass du von der Bank nochmal so nachlegen kannst, dass es Sinn macht. Und da muss man den Jungs, die reingekommen sind, ein großes Kompliment machen. Vielleicht nochmal von meiner Seite ein ganz großes Dankeschön, weil für Kieler Verhältnisse waren das ja heute ja schon fast, das war schon fast eine Invasion, was hier in Bielefeld war. Und deswegen ein ganz großer Dank von der Mannschaft, von mir persönlich an unsere Fans, die fand ich dann auch hier in so einem tollen Stadion ganz einfach uns wirklich unterstützt haben. Und das merkt man, glaube ich, auch auf dem Platz. Und deswegen möchte ich ganz einfach, dass wir diesen Zusammenhalt bis zum letzten Spieltag über die Zeit bringen. Das werden wir auch bringen, um dann erstmal ganz wichtig nächste Woche gegen Fortuna Köln versuchen werden, das nächste Heimspiel zu gewinnen. Ich wünsche euch hier in Bielefeld alles Gute und hoffe, dass wir uns wiedersehen nächstes Jahr. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Neitzel. Dann darf ich das Wort weiterleiten an unseren Cheftrainer Norbert Meyer. Ja, natürlich ist es ärgerlich, wenn du in der allerletzten Minute der regulären Spielzeit noch den Ausgleich kassierst, weil ich glaube, dass der ganz große Druck zu dem Zeitpunkt eigentlich weg war. Aber du musst den Einwurf besser verteidigen. Wir müssen weiter einrücken in dieser Situation und so ist der Fußball. Manchmal schreibt er dann seine eigenen Geschichten. Das ist ärgerlich, weil ich glaube, die Mannschaft hat den Rückstand sehr, sehr gut weggesteckt, ist mit 2:1 in Führung gegangen, hat natürlich einen enormen Kräfteaufwand wieder einmal betreiben müssen. Da hat man schon dem einen oder anderen angemerkt, dass das nicht ganz so einfach war nach den 3 Spielen jetzt wieder mal in einer Woche. Aber sie hat sich gewehrt bis zum Schluss und Vorwürfe kann ich ihr überhaupt nicht machen, weil sie alles versucht hat, dieses Spiel für uns zu gewinnen. Und manchmal ist es eben so, dann ist es eine Situation. Heute war sie so und trotzdem heißt es, die Köpfe oben zu behalten. Jetzt nicht zu denken, so und so ist das Thema, sondern weiter dran ziehen, weiter dran arbeiten. Das werden wir, keinen Zentimeter nachlassen. Und dann gehen wir, denke ich, in das nächste Spiel rein und wollen auch das wieder gewinnen. Das ist doch ganz klar. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Norbert Meyer. Dann besteht wie immer die Möglichkeit, Fragen an beide Cheftrainer zu richten. Wenn es Fragen gibt, bitte ich um das Handzeichen. Es gibt nichts heute. Nee, gibt nichts. Keine Fragen. Obwohl heute eigentlich ein bisschen mehr los ist als bei den anderen Ligaspielen. Aber gut, dann noch kurzer Überblick über die anderen Ergebnisse. Mainz 2, Groß-Asbach 3:1, Halle gegen Regensburg 2:1, Chemnitz, Wien, Wiesbaden 2:1, Fortuna Köln, Rot-Weiß-Erfurt 2:2, Stuttgarter Kickers, Dynamo Dresden 3:4 und Unterhaching Cottbus 3:3. Unser nächstes Spiel haben wir dann nächsten Samstag bei Wien Wiesbaden und das nächste Heimspiel in der Schüko Arena ist dann am 16.05. gegen Jahn Regensburg. Wir wünschen unseren Gästen eine gute Heimreise und sehen uns hier beim nächsten Mal dann gegen Regensburg wieder. Dankeschön.